Spaß und jede Menge spektakuläre Wettkämpfe. Es hätte nicht besser laufen können beim 38. Fischerstechen im Nienburger Hafen. Bei blauem Himmel und sommerlichen 25 Grad verfolgten mehr als 1000 Besucher die spannenden Wettkämpfe auf der Weser. Insgesamt 24 Mannschaften gingen an den Start, darunter auch die Vorjahressieger, die Kanarienvögel. Sie präsentierten sich in Bestform und verteidigten ihren Titel. Die Splashers mussten sich trotz vollem Einsatz den Siegern geschlagen geben. Insgesamt 80 Ehrenamtliche vom Technischen Hilfswerk der DLRG sowie der Freiwilligen Feuerwehr waren für das Fest im Einsatz. Ja, das 38. Fischerstechen. Zwischenfazit für 12.30 Uhr. Wetter gut, die Beteiligung 24 Mannschaften, die sich hier an den Start gemeldet haben. Die Leute, die Nienburger, die sich hier eingefunden haben im Hafen, wirklich die Resonanz ist toll und wir sind alle begeistert und hoffen, dass das den ganzen Tag noch so weitergeht. Was ist das Besondere hier am Fischerstechen? Das Ambiente ist ganz nett, also im Hafenbecken so was Schönes. Ja, hat zu lange gedauert. Sonst die Leute hier haben auch Spaß. Macht Spaß, genau. Ja.